Hey yo, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario 74 Extreme Edition. In der letzten Folge haben wir Welt 10 betreten und versuchen diese auch, diesen Paradox bis jetzt abzuschließen. Ich habe tatsächlich, bevor ich wieder den Part aufgenommen habe, nachgeschaut, was ich eigentlich machen muss. Und ich bin ein absoluter Idiot. Ich muss aber nur wissen, wo jetzt der Schalter wieder war. Der war da hinten. Whoopsie Daisy. Passiert. Ich glaube, der war da drüben. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar taucht da irgendeine Box auf. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass der Schalter viel zu weit entfernt ist. Ich habe das Gefühl, dass das wird eine lange Geburt. Und dann meint hier spawnt der Stern. Wo ist der blaue Münzschalter? Der Kistenschalter, der sich hier ganz böse versteckt. Okay, da war der blaue Münzschalter. Moment, der war doch irgendwo da drüben. Ups. Wo war der? Hä? Ach, da hinten. Sekunde, dann mache ich hier mal ganz schön einen kurzen Sicherheitsexit. Sag nicht, da unten ist es auch eine Box. Are you fucking kidding me? Willst du mich verarschen? Da hinten war eine Box. Seid Stern komplett umsonst geholt? Oh mein Gott, da war die ganze Zeit dieser Schalter und ich wusste es nicht. Ich muss mir gerade schon ein bisschen blöd vorkommen. Ja, ich komme mir gerade ziemlich blöd vor, vor allem wenn ich jetzt hier wahrscheinlich stundenlang daran sitze. Darauf hätte ich auch selbst kommen können, also war schon ein bisschen traurig von meiner Seite. Okay. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Das war trotzdem schlecht. Perfekt. Damit habe ich jetzt den Hund mit Stern, Rücken und Stern. Ja gut, ich muss jetzt wieder runterfallen. Sadly. Ach ja, das lief nicht so gut. Aber at least weiß ich jetzt auch, wo der letzte Stern ist. Der ist auch nicht so schwer. Und das ist auch für mich kein Problem. Wenn ich dann auch weiß, wo der Stern und so weiter ist. Ja, 120 Sterne. Perfekt. Und damit mit dieser Ausgangsposition bin ich auch relativ zufrieden. Hammer Goblin Coins. Auf da rein. Kultron. Na dann, let's go. Dann holen wir uns den letzten Stern auf diesem Kurs. Wir wissen alle, wo der ist. Jetzt mal kurz ein Safe State, weil Safe States sind gut. Safe States sind lieb und nett. Ja dann, das ist relativ simpel, da steht man einfach hier rein. Hoffen wir erstmal, dass ich nicht von der Sicht gefickt werde, was ich nicht tue. Und wir haben jetzt einen Stern. Und damit haben wir die Kursziele abgeschlossen. Hätte ich auch im letzten Part machen können, aber ich hatte halt kaum Zeit. Ich musste leider immer noch hin und hatte noch zu tun. Darum dachte ich mir vielleicht so, ja gut, dann mache ich das noch, dann verschiebe ich das lieber auf den nächsten Part, dann habe ich halt im nächsten Part 2 Sterne. Perfekt. Dann ab da rein. Kurs 12, okay. Dieses Level hat 108 Münzen. Also ja, das ist logischerweise nicht viel. Und ja, und da ich ein verdammter Masochist bin, werde ich es natürlich jetzt schon machen. Perfekt. Oh mein Gott, das war clean. Das heißt, wir werden jetzt, dass ich die 100 Münzsuche machen. Und die roten Münzsuche. Das wird spaßig.
Und das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Aber nicht so lange wie hoffentlich bei der beim fünften Kurs. Auch wenn es die gleiche Musik ist, kann ich jetzt bitte da runterspringen? Danke. Jetzt muss ich nur noch da irgendwie hochkommen. Was, glaube ich, auch nicht so schwer ist, aber ich verkacke natürlich. Oh, warte, ich muss an der anderen Seite. Da ist die Plattform nicht so weit. Ah, schade. Close, close. Knapp da. Perfekt. Nein, ich habe nicht gesaved. Egal. Egal. Das ist auch nicht schwer, da hochzukommen. Trotzdem habe ich... Okay, jetzt ist was selbst. Da oben ist, sind, glaube ich, noch Chakyas, die ich auch gleich killen werde. Wir müssen alle Münzen bekommen. Das ist nicht so leicht, aber ich versuche mein Bestes. Hier geht es wahrscheinlich auch um einen höllischen blauen Münzschalter, der auch nicht so leicht zu bekommen ist. Und logischerweise, weil das ist die Exhibition und die blauen Münzschalter sind alle höllisch schwer. Da darf ich, glaube ich, auch nur eine Münze nicht mitnehmen. Und natürlich, ein schlauer Schachzug von mir mal wieder ist, schauen, wo eine gute Münze ist, wo ich dann den 100-Münzstern haben kann, ohne dass ich irgendwie eine nervige Animation habe. Ja gut, dieser Sprung ist auch nicht so schwer. Da habe ich jetzt hier den Jack hier, den killen wir jetzt. Perfekt. Oh fuck. Okay, das war lucky. Du gehst einfach da weg. Komm her. Oh komm. Fuck ja. Yeah. Okay, dann kann ich dich jetzt von hinten grabben. Kann ich dich bitte grabben? Finally. Okay. Ja, habe ich das Gefühl, ich muss da wieder hoch. Ich glaube, ich muss da sogar wieder hoch. Ja, ich muss da hoch. Oh, verdammt. Ich hätte sogar fast gefirst tried. Was macht ein Controller los? What the fuck? Mein B-Knopf ist ein bisschen am Spacken. Das ist nicht so geil. Also nicht so geil. Das ist absolut nicht geil. Brauche ich wieder einen neuen Controller? Oh mein Gott. Ja, aber... Na, das muss ich kurz umstellen. Das muss ich ganz schnell umstellen. Sorry, das geht so nicht. Controller einstellen. Na, kann ich nicht. Muss ich actually kurz da den Emulator kurz wieder... Ja, das muss ich jetzt machen. Das geht so nicht. Dann sind wir gleich wieder da. Gib mir ganz einen kurzen Moment. Okay. So, da habe ich kurz den Controller, also ein bisschen, also halt die Steuerung kurz ein bisschen umgeändert, damit dass ich jetzt mit dem A-Knopf springen kann und nicht mehr mit dem B-Knopf, auch wenn es eigentlich macht es keinen Unterschied. Ja, das ist ein bisschen doof. Okay, dann geht es jetzt weiter. Aber ich muss immer noch versuchen, den Sprung überhaupt zu schaffen. Das ist aber trotz gefixten Controller nicht so einfach. Ich habe schon eine rote Münze gesehen, die mir gar nicht gefällt. Oh Mann. Ah,
Uiuiui, das ist heftig. Weiß ich, ob ich überhaupt hoch muss? Das ist ja die Sache. Aber ich muss hier alles ausprobieren. Dann probiere ich es mal aus. Goddammit. Ich krieg den Seitensprung nicht hin. Oh Gott. Ich glaube, nach dem ersten Wallkick mache ich, glaube ich, ein Save-Set. Wenn ich den überhaupt hinbekomme. Okay, fuck it. Ich mache jetzt diese Technik. Jesus Christ. Ach Gottes Willen, das ist... Alter, selbst da ist mein Controller am Spacken. Selbst da ist mein Controller am Spacken, ey. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, das ist nervig gerade. Nicht mal wirklich spielbar gerade. Vor allem immer, wenn dann ich versuche, den A-Knopf zu drücken, dann wird das so reingezogen. Das ist aber erstmal, was mit diesem Controller das passiert. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den A-Knopf basically vergewaltigt habe. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich. Oh je, das wird nervig. Das wird super nervig. Vor allem, ich jetzt nicht wieder meinen Controller auswechseln, weil ich jetzt... Mitten in der Aufnahme. Na gut, gerade das lasse ich. Das lasse ich mal nicht so schick. Das auch nicht. Okay, da habe ich alle. Das ist optimal. Wait. Goddammit. Oh mein Gott. Fucking hell, wie komme ich da wieder hoch? Oh Gott. Ups. Knapp. Ich mach dann Doppelsprung. Ja, ich mach dann Doppelsprung. Fast. Nice, okay. Schwierig. Also wenn es nicht spielbar ist, dann werde ich den Part einfach beenden, weil dann sehe ich keinen Sinn, oder ich ändere mal ganz schnell dann tu mal wieder mein PS4-Controller rein. Dieser Sprung ist aber the bane of my existence. Oh mein Gott.
Also alles in diesem Sprung, der ist so nervig zu bedienen. Okay. Oh mein Gott. Endlich. Ja, und da war wieder mal der A-Knopf drin vergewaltigt. Jawohl. Oh, fuck, stimmt. Okay. Habe ich jetzt safe-setted? Ja, habe ich. Thank God. Ups. Fast. Thank you. Jetzt wird's nervig, weil jetzt kommen Wandsprünge und ich habe das Gefühl, da wird mein... Okay. Jetzt läuft's doch einigermaßen okay. Stern. Da ist eine rote Münze. Ob es ein Stern, den ich nicht eingesammelt habe. Huch, habe ich den Stern da nicht eingesammelt? Okay. Okay, nice. Den Stern nicht einsammeln, das wäre... Verdammt. Oh, da war nur eine rote Münze. Da ist nur eine rote Münze, nice. Oh mein Gott. Oh. Okay. Dann machen wir weiter. Pff, ich komme da wieder zurück, oder? Ja, locker. Ja, ich komme da locker wieder zurück. Ich mache dafür nicht mehr den Schalter. Scheiße. Das war schlecht. Egal, wir gehen safe, damit ich... Aber darüber springen kann und ich sterbe. Nice. Oh my God. What am I doing? Okay, nice. Nein! Okay, nee, das ist fein. Das ist so fein. Dann ist noch so ein Augding. Augding. Okay, das sind... Okay, das sind drei rote Münzen auf einmal. Fuck. Das hätte nicht so passieren müssen. Das sollte aber so passieren.
hier kurz den Tracer wieder. Warte, ich habe eine andere Idee, was ich jetzt mache. Diese 5 Münzen lasse ich genau so hier liegen. Genau, außerdem habe ich jetzt eine mitgenommen, aber das ist okay. Nein, das ist so eine Scheiße. Okay. Dann muss ich von da. Ja gut, ich sollte vielleicht mich auch richtig positionieren. Das wäre eine schlaue Idee. Okay. Okay, gut. Das ist tot jetzt. Die rote Münze da unten ist auch gleich unser. Der Schaden ist mir gerade egal. Den Schaden wollte ich nicht nehmen. Na, 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 Sprung. Er nervt mich so hart. Aber ich muss ihn öfters machen. Der Winkel ist, glaube ich, so. Ja, der ist zu breit. Vielleicht so, dieser Winkel? Schade. Jesus, aber dieser Sprung ist ja doch nicht so einfach. Ja, das ist wieder zu schräg. Immer war ich aber die ganze Falsche angesprungen. Ne? Eieiei. Ja, viel Spaß, beim Kleinen zuzusehen. Das war eigentlich ein guter Winkel. Der Winkel? Nein, das ist zu schräg. Das ist wieder zu schräg. Das war ein guter Winkel. Genau. Okay, mir fehlt nur noch eine rote Münze. Ich hoffe, die ist nicht irgendwo dumm in der Luft. Das wäre dann fatal. Ja gut. Logischerweise werde ich definitiv dann auch jetzt die 100 Münzen holen, 100 Münzensterne holen, weil ich sammle definitiv nicht nochmal alle Münzen von 108 ein. Also nicht alle, sondern 100 von 108, weil das ist schon ziemlich hart. Oder sind es 107? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es nicht viel. So wie ich es fest. What the? Nein, Alter, ich hab... Endlich. Oh mein Gott. Allein wieder hochzukommen, ist die einzige Hölle. Nein! Oh mein Gott. Okay, dann. Man hätte das nicht einfach gerade Wände sein können, klüger. Muss das. Na gut, in der Anniversary Edition ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer, aber jetzt gerade stelle ich mich extrem dumm an. Also wirklich. Da gebe ich jetzt auch nicht dem Controller die Schuld, sondern literally meine eigene Dummheit. Es ist so gruselig, wie da die Musik da wirklich gut so ausgeht. Okay, nice. Jetzt bin ich hier. Was gibt's hier noch zu tun?
Also hier oben scheint es nichts mehr zu tun zu geben. Denke ich. Hoffe ich. Sollte. Da ist es. Ah, das sind. Oh Gott, das sind. Oh nein, das sind Münzen. Nein! Oh Gottes Willen. Okay, ich mach's nochmal so. Alleine da runterzukommen ist schwierig. Mhm. Okay. Natürlich. Natürlich. Oh! Okay. Scheiße, ich mache jetzt den Safe State. Nein! Ei, ei. Da ist also so eine lustige Sprungbox. Warte, das ist die rote Mütze? Das ist die letzte? Die sind ja mega easy da. Okay. I mean, it's fun for me, definitely. Holy shit. Ich dachte kurz, ich müsste da irgendwie wieder doofe Sprünge machen, aber... Zum Glück ist der... roten Münzen tatsächlich tatsächlich super angenehm. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hatte die schlimme Erinnerung, aber egal. Ich nehme alles, was ich nehmen kann. Es ist... Hm? Nein! Ah, nee, das will ich nicht so. Geh gut. Die lasse ich so, wie gesagt. Okay, gut. Kann ich wieder so hier hochgehen? Wieder kurz der Safe State. Ah, da falle ich runter. Ups, okay, das war schlecht. Oh mein Gott. Oh, da ist oben ist noch eine. Ah, das meinte er mit unmöglich zu bekommen. Verstehe. Warte mal, kann ich da runter? Und habe ich da auf irgendeine Folge, wenn ich da runtergehe? Die Antwort lautet: No, no. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber da unten war noch was. Da kann ich noch schnell hin. Dann mache ich das. Weißt du, auf der Reihe ist. Oh, das sind Chakias. Okay, gut. Gegner sind immer gut. Da noch diese Hayfrau-Höhle. Da ist noch ein Chakia. Wir kommen den 100 Münzen immer näher. Das freut mich. Oh dear. Ja.
Wo war der blaue Windschalter tatsächlich? Ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Nein! Ich hasse diese Münzen in den Kisten, die sie... Ich hasse diese Münzen in den Kisten, ey. Das ist... Ja, komm. Das ist so dumm RG, wo sie dann hinfliegen. Ich will alle bekommen. I don't care. Ich will alle bekommen. Mach ich sie aber hier. Ja, jetzt sind... Ja, das hätte ich jetzt so... Boah, ich hasse diese Kisten, ey. Diese Kisten sind... Einfach nur the banging of my existence. Aber wo ist der blaue Münzschalter? Den bis jetzt noch nicht gesehen. Das macht mir Angst. Oh Gott, okay, das sind noch 3 Münzen. Den muss ich mir merken. Also falls ich dann 97 habe, kann ich direkt runterspringen und habe dann den 100 Münzstern. Gut zu wissen. Nice. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles läuft bis jetzt gut. Noch nirgends irgendwie komplette Wutausbrüche bekommen. Das zeigt auch so, dass es... Oh Gott. Hallo meine lieben Hayfos. Wo ist der blaue Münzschalter? Also, wo ist der blaue Münzschalter? Ich dachte, das sei hier irgendwo. Oh mein Gott. Ja, dann mache ich den Ort noch gar nicht. Hm. Wo ist der blaue Münzschalter? Huch. Also, dass die blauen Münzen hier mal wieder schwer waren, aber... Wo der blaue Münzschalter war, da habe ich natürlich wieder mal vergessen. Ist aber auch wieder typisch. Ach, herrje. Dann habe ich einen einfachen Weg nach oben. So. Ich hasse alles. Vor allem, wenn man dann so hoch ist und dann die Kontrolle verliert. Das ist immer so. Ja, mehr muss ich jetzt so nicht sagen. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Dieses... Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also, da war ich jetzt ein fucking Safe State, weil darauf habe ich keinen Bock mehr. Wo bist du denn? Du kleiner Schlingel. Da ist ein Chuck hier. Und ein blauer Münzschalter. Ich habe ihn gefunden. Nice. Und ich brauche nur 2 davon. Warte, was? Was? Wo sind die? Ach, da drüben. Ah, okay. War nur eine. Schieberlahambre, wo sind denn die letzten? Jesus Christ. Okay, das so. Okay, ich brauche nur einen. Das geht jetzt nicht mehr so lange. Ich bin. Hab mich versprungen. Nein! Oh, fuck. Ja, das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu langsam bin. Warte, wo. Hä? Wo ist denn die letzte Münze? Klüger, what the fuck? So viel.
überall einfach umschauen oder was? Hä, wo? Ach, da hinten ist sie. Okay, 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 okay. Okay, nice. Oh Gott. Let's go. Ich mache einfach ein Safe Set hier. Scheiße, ich war nicht so, dass ich es gesafe setet habe. Darum mache ich ihn jetzt. Oh nein. Aber zum Glück muss ich diesen Sprung jetzt nur noch einmal machen. Für diesen Stern. Für diesen Stern, aber nicht für die... für alles hier. Ich weiß, ich habe diesen Wall-Hack, also diesen Frame-Jump, Perfect-Jump, was auch immer, Gedönssprung, als ich diesen Stern schon habe. Das beruhigt mich tatsächlich, dass ich diese Stelle nicht für den 100-Münz-Stern machen muss. Okay. Ich hasse diesen Sprung immer noch. Yay. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Jetzt runterfallen. Die eine Münze einsammeln. Glücklich sein. Yes, Sir! Woo! Wunderbar, wunderbar. Sterne. Von wie viel? Also, wie in diesem Kurs meinte ich jetzt. Gut, diese Heifo-Höhlenstern fehlt mir noch. Und, ja. Move your butt up there. Oh, ja, wunderbar. Ugh. Optimal. Gut. Oh, warte, das ist... Ich bin nicht dran. So, perfekt. Jetzt safe set. Vielleicht schaffe ich den Sprung jetzt etwas try oder so. Hey, das wäre cool. Na gut, das wäre zu schön gewesen. Schade. Okay, fast. Tja, aber nice. Werde immer besser. Aber dieser Sprung ist halt immer noch kacke. Ja. Aber den schaffe ich auch relativ simpel. Ohne Safe State. Also ohne irgendwelche Safe States. Okay. Also wir müssen einfach einen Stern in diesem Level. Nein! Die. Das schmerzt, das schmerzt. Das schmerzt. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wuhu! Wahoo! Oder machen wir erstmal diesen Kistenstern? Why not? Dann machen wir also den Kistenstern. Der wahrscheinlich. Den ich komplett bereuen werde. Ups, das war nicht gut. Reicht das? Nein, fast! Oh nein, nein, nein!
so knapp. Oh mein Gott. Okay. Nice. Okay. Jetzt habe ich keinen Zeitdruck mehr. Sehr gut. An diesem Stand hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst, aber... Okay, gut. Holy moly. Oh, ups. Pff. Nein. Ja, natürlich. 124 Sterne. Wird immer besser. Way too high. Ja, gut. So hoch war das jetzt auch wieder nicht. Okay. Dann. Move your butt up here. Ich glaube, dann beenden wir das Level sogar noch in diesem Part. Also, falls ich jetzt... Weiß nicht, wie lange ich das aufgenommen habe. Ich glaube, so 41 Minuten. Na gut, das ist geil. Meine Parts gehen auch nur so lange. Weil mein Skill halt nicht vorhanden ist. Ja, vor allem, wenn ich den Sprung nicht immer schaffe. Dieser Sprung ist halt auch... Keine Ahnung, ich krieg den aber nicht hin. Konstant. Wenn ich ihn konstant hinbekommen würde, dann wäre diese Mission einiges angenehmer für mich. Also definitiv. Aber das ist leider auch dieser Sprung hier. Der diese Mission auch ein bisschen unerträglich macht. Leider. Aber trotzdem werde ich langsam besser damit. Wahrscheinlich werde ich es in ein, zwei Jahren eh wieder verlernt haben, aber das ist egal. Weil ich werde das Spiel danach nie mehr spielen. Diesen ein, zwei Jahren. Und diese zwei Sprünge direkt back to back sind so... Ja. Nee, das ist... Oh Gott. Yikes. Also es ist doch... Wahrscheinlich fast schon nötig, da diesen Seitwärtssalto zu machen. Okay. Nice, perfekt. Ja, das ist halt auch nicht so schwer an sich. Ist halt aber nervig wegen dem Sprung, aber sonst geht's eigentlich voll fit. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mag ja das Level. Und jede normale Extreme Edition. Kann ich mich umschauen? Natürlich nicht. Ich will mich gerne umschauen. Hey, Faust, bitte. Aua. Aua. Aua, oh nein. Ich werde gewombo-kombot. Ja, okay. Ich darf nicht einmal getroffen werden, sonst bin ich einfach dead. Ach so, Hölle. Das ist so interessant. Natürlich. Hä? Okay. Kannst du bitte kurz ausgehen? Ich hab... verdammt. Oh nein, dann muss ich wieder diese... Oh, muss ich wieder diese Sprünge machen. Oh nein, ich hab gar keinen Bock. Hilfe! Ich fühle mich belästigt. Okay. Aber es ist ganz da oben. Okay. Ich nehme ein bisschen Speed an. Das ist sehr gut. Jetzt war wieder mein Controller. Ich hasse es. Ich muss es halt immer wieder safe state, weil ich
nicht will, dass diese Mission gescheitert wird wegen meinem fucking Controller. Okay. Mehr Speed aufbauen, mehr Speed aufbauen. Da oben hinten ist er. Vielleicht, weil ich zu fest reindrücke. Aber das sind halt intensive Sprünge, da muss ich halt ein bisschen mehr Stoff geben. Wenn das mein Controller nicht überlebt, dann, ja, mein Problem. Aber ich hab's auch fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Jawoll. Perfekt. Hey, VK. Komm, diesen einfachen Stern, den heben wir uns für den nächsten Part auf. Dann bewende ich im nächsten Part auch diese Stage. Weil das können wir jetzt da rein. Ist das jetzt diese Stage? Welche Stage war das? Nee, das war. Nee, fuck, ich bin dumm. Das war hier. Genau, hier. Haben wir ja bei. Ich glaube, einen weiteren Part vorhin gesehen, dass es hier. Oh Gott. Flugkappe gibt. Und auch die Bowser Stage. Aber die Bowser Stage juckt uns gerade relativ wenig. Jesus, Chibalahambre. Chibalahambre! Sag nicht, du bist jetzt reingefahren. Du bist eine dumme Flugkappe, weißt du das? Okay. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Alter, wo? Zum Fick ist die Flugkappe. Da. Ey, meine Fresse. Jesus. Dann gehen wir mal hoch. Und schauen wir uns mal ein bisschen, wo wir ficken auf den letzten. Aber. Worldstar. Oh mein Gott, wenn ich es so mache, dann of course nicht, wenn ich mich so dumm anstelle. Okay. Also ein extra Leben. Da ist ein Tod. Da ist er tot. Da ist er tot. Den sprechen wir mal an. Oh, it's you, Mario. I was really scared. As you, it could be an evil monster that's trying to eat me. Now I'm just scared that you are trying to eat me. Nah, just kidding. But you know it's really dangerous around here. Recently, at Bowser's ruling the Mushroom Kingdom for a long time span. You aren't safe anywhere. I can't take it any longer. This consistent fear is weakening the will to live. Please, Mario, do your best and defeat Bowser, no matter how difficult it may be. Here you have the star for you. Encouragement for hope. It helps searching your goal. Nice. Ein Freestar. Dude, we got a star for free. Although you don't even deserve that you're seriously yet. Doch, den hab ich jetzt. Och man, natürlich ist man mein Juice alle. Meine Juices alle. Aber wir beziehen Overworld Star tatsächlich. Jetzt, aber wir benutzen nochmal gleich die Flugkappe und danach beenden wir den Part. Weil danach geht der Part wahrscheinlich fast 50 Minuten lang. Fucking again. Gottes Willen, was ist hier los? Okay, das geht so auch. Okay, gut. Perfekt. Nur noch diese eine Plattform da drin. Und dann nur kurz schauen, was da drin ist. Vielleicht ein extra Leben? Ah, ist ein extra Leben. Okay. Sonst nichts mehr weiter. Okay, dann würde ich sagen,
Also, ich mach den letzten Stern dann noch. Das ist auch nicht so schwer. Den mache ich jetzt so schnell. Wäre auch ein bisschen doof, wenn ich den jetzt nicht machen würde. Move your butt. Das ist sogar der erste Stern, den wir holen müssten. Ja, okay. Weil wenn ich schon dabei bin, dann mache ich das jetzt auch noch. Ups. Okay, dann let's go. Würde ich sagen. Auf ein neues, diesen Sprung. Aber dieser Winkel ist tatsächlich super gut. Ja, das war mir jetzt auch schon klar. Sehr gut. Und jetzt nur noch das letzte Mal diesen Sprung hier. Das letzte Mal diesen Sprung hier. Wow. Wow. Das sah cool aus. Okay, leider, das sah wirklich cool aus. Du wirst jetzt nicht bei dem letzten Sprung mich noch weit zum Verzweifeln bringen, Klüger. Haha. Einfach nur zum Fall, falls ich jetzt irgendwie dumm verkacke, aber... Sag mir ehrlich, nein, tue ich nicht. Damit ist Kurs 12 zu 100% abgeschlossen. Und dann wahrscheinlich auch die letzte nervig 100 Münzen, bist du so... Nervig im Schrägstrich. Es gibt nur irgendwie, keine Ahnung, 10 Münzen mehr als 100. Und ja... Was gibt's so zu tun? Wahrscheinlich noch die Pausa-Stage und halt die letzten drei Hauptwelten. Und bei der einen Hauptwelt fehlen mir nur noch ein paar Sterne. Tatsache. Und ich würde sagen, ich beende diesen Part. Der ging ein bisschen sehr lange, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin und ciao.